Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Sonntag bei uns. Bei euch? Dank. Ja, es kann nicht sein, dass sich die Leute das vielleicht später anschauen. Was im Müllsack? Die sind da unten, die anderen Müllsäcke, die für die Biotonne. Auf jeden Fall, ja, wir haben Sonntag und es ist aktuell 10.25 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde wach, der Papa schon länger. Deswegen ist ein typischer Frühaufsteher. Wachst du auch mal? Was? Wachst du auch mal? Warum ist das? Im Hintergrund, das habe ich gesehen. Jetzt seit 9 Uhr wach, gell? 7. 7? What? Naja. Und der wir sind hier. Gassi. Der Hund wollte Gassi. Ja, alles klar. Er hat gesagt, Papa, Pipi. Ja, und wir sind jetzt hier am Muffins backen. Ich mache gerade Schoko-Bananen-Muffins, die von meinem Lunchbox-Video. Ich werde euch hier das. Hier unten. Nein, hier oben. Das Lunchbox-Video verlosen. Alter, ich kann nicht reden. Verlinken. Und der Papa macht Melanzani-Salat. Also ich habe mich gestern am Abend in einen Hund verliebt. Der war so süß und ich habe den. Ich bleib schon langsam auf der Strecke, oder? Wieso du? Hund, Katze, dies, das. Was? Gar nicht, aber ich habe gestern so einen süßen Hund gesehen. Auch vom Tier. Hast du mal gesagt, wie süß? Ja, vor ein paar Tagen. Der Papa ist eifersüchtig auf einen Hund. Auf jeden Fall habe ich mich da online in einen echt süßen Hund verliebt, der, keine Ahnung, der ist mit so einer Tierschützerin, der ist schon 4,5 Monate. Die Familie, die ihn zuerst gehabt hat, also das ist ein Rassenhund, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, schaut auf jeden Fall wie so ein Havaneser, also sowas flauschiges, kleines, wie die Sheila halt war. Und Sheila, wer die Sheila nicht kennt, das ist unser Hund, den wir früher gehabt haben. Der ist, Sheila ist im Jahr 2018 oder am 1.1.2018 wurde sie eingeschläfert, weil sie einen Herztumor hatte, seitdem sie gelitten hat. Ja, es war halt eine blöde, schwierige Zeit, aber danach ein halbes Jahr später kam die Sophie und so. Aber ich habe vor zwei, vorgestern habe ich von der Sheila geträumt, dass ich mich mit ihr gekuschelt habe und das war so real. Ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt war ich mal, dieser Traum war so real, sie hat mich geknudelt und so abgeschleckt und ich habe ihren Geruch gerochen. Weißt du noch, wie Sheila hat immer nach Socken gerochen hier. Naja, ich vermisse die Sheila so sehr. Dann habe ich halt ein bisschen geguckt und habe halt diesen Hund gefunden. Er ist aber leider reserviert. Die Dame, die Tierschutzdame hat aber gemeint, ja, ich soll trotzdem ein bisschen was über mich erzählen, aber leider war die Telefonverbindung dann schlecht und dann hat sie gesagt, sie ruft mich später nochmal an. Mal schauen. Rita! Nein, nein, das ist Sophie, ihre. Tabi! Tabi! Und Sophie ist Papas Hund, oder? Was soll das sein? Was machst du? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. I don't want you.
So, mittlerweile haben wir uns alle hier versammelt zum Frühstück. Meine Muffins. Wo sind die Muffins? So schauen die Muffins aus. Brezel. Leider kaputt. Und Croissants haben wir auch gemacht. Und das ist mein selbstgemachter Hummus. Und Mama, wie nehmen wir Brot? Muffins mit die Banane. Mit Banane, ja? Mit dem Zaun. Hey, ihr werft den Zaun nicht. Bananenquartier. Das ist für dich auch eine gute Muskelübung, oder Baba? Bizeps-Training. Schön, dass das Bett war nicht zum Schlafen genutzt, aber zum Spielen. Habt ihr Spaß? Ich frage mich, wer mehr Spaß hat, der Papa oder die Kinder. Huh? Baba, hast du auch Spaß? Ja. Das ist süß. Ich war auf jeden Fall hier. Schauen wir mal, wie das von der Seite ausschaut. Hallo! Hi, your Baby! Wo kommt? Ah, Hilfe! Hey, du blöder Papa! Ah. Okay. Guckst du uns an, Sophie? Ja, dann leckeres Brot. Yummy, yummy. Hey, hey. Oh, ich werde hier gekuschelt. Schaut mal. So, meine Lieben, ich habe jetzt mein Video für heute geschnitten, online gestellt, alles fertig gemacht und ja, ich bin so ein bisschen traurig. Habe ich ja heute in der Früh erzählt, dass ich mich da in einen süßen Hund verliebt habe. Das ist der süße Wauwau. Oh, sag mal. Schon süß, oder? Oh mein Gott, 5 Monate alt und ja, das ist ein Hund, der beim Tierschutz, der bei einer Tierschützerin ist, der quasi nicht gewollt wurde von der Familie. Aber leider ist er schon versprochen und, ne, was ist leider, Gott sei Dank ist er versprochen bei jemand anderen und die Dame, die am Telefon war, hat gesagt, dass der Papa schickt mir jetzt irgendwelche anderen Fotos. Schaut mal. Kann man das erkennen? Oh, sauteil. Aber ich hätte halt so gern so einen kleinen Hund wie die Schüler. Und das ist wieder sicher so ein großer Hund. Mm. Das sind doch alles große Hunde, was du da schickst. Babys. Ja, es sind Welpen, aber das werden mal große Hunde. Ja, eh. Aber was machen wir hier? Hunderia. Hunderia, Mama Mia, Hunderia. Ich habe mir jetzt einen Wäschekorb geschnappt, den muss ich jetzt gleich falten. Schau ein bisschen fern. Die Kinder spielen hier alle um mich herum. Die zwei Mädels hier am Boden, die zwei großen. Und die Luisa spielt mit ihrem Einkaufswagen. Da, aha, da ist eine, aha, und die habe ich überall gesucht. Schau mal, was wir gefunden haben, Michelle. Von der Konsistenz, vom Geschmack. Aber trotzdem fehlt uns ein... Du Babymaus, wer war das? Nicht? Kannst du es auf mein Büro stellen? Stellst du es auf mein Büro? Mal, wir kontrollieren mal, ob sie das auch so macht. Oh, sehr gut. Ich mach das. Oh, danke schön. Danke. So, gehen wir wieder spielen. Und der Papa kocht. Was kochst du denn Gutes? Gemüsesuppe. Gemüsesuppe. Yum, yum, yum. Hallo!
So, die Mädels helfen jetzt mit. Die keksen sich hier ab. Die Michelle sortiert hier, zu wem was gehört. Die Lara trennt Socken von Unterwäsche, von Unterhose. Was machst du? Außer lernen, 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 lernen. Lernen, lernen, lernen. Möchtest du uns auch beim Wäschefalten helfen? Schade, Schokolade. Papa hat nämlich noch einen Trockner, also eine Trocknerladung. Hey, was tust du? Du musst gleich mit, okay. Hey, was ist da los? Die kleinen Mäuse haben wir jetzt gebadet. Ja, Baby? Ist lecker? Lecker? Und ich mache mir jetzt noch meine Sushis. Papa hat für mich Reis gekocht. Ein bisschen. Yummy. Kriege ich auch ein bisschen Suppe? Ja. Wo ist meine? Hab ich. Achso, ich habe vergessen. Oh! Hab ich vergessen, aber wieso habe ich nur 1, 2, 3? Wir sind 6. Achso, weil die Luisa habe gedacht, die geht von mir. Aha. Aber ist ja genug scharf. Mehr als genug da. Die riecht nämlich sehr lecker. Scheiße. Okay, ich sollte vielleicht. So, ich habe jetzt ein bisschen Reis ausgeschüttet. Mama ist ein 5-Stern. Ja, sei leise. Mann, ey, urgemein. Alle lachen sie mir aus hier. Oh. Komm, lass sie am Boden. Sophie haben wir jetzt weggesperrt. Oh, Baby. Das schafft sie locker. Hast du gesehen, Luisa? Eine Henne ist da. Achso, als wenn es das ganz Normalste ist. Mama, hast du dich gekocht? Weil es zu trocken ist. Die schauen so wuschig aus, die Hennen zurzeit, gell, im Winter. Ja, sehr fein machst du das. Bravo. Ein Mitternachtssnack. Das ist mein Lieblingshenne, deswegen. Oh, oh, Bibi. What? 19 Uhr? Haben die, glaube ich, schon geschlafen? Das Laden ist schon dicht. Oh. Fahrgeschäft ist zu. Die Sophie kratzt, sie hört. Ja? Ich mag auch diese Hände. Was macht sie? Von allen. Wieso? Irgendwas hat sie, das so. Lisa, bleib sitzen, sonst hat die Henne Angst. Am Boden sind jetzt zwei Hennen und essen ihr Essen. Sehr gut. Richtig begeistert bin ich. So, meine Lieben, wir haben jetzt gegessen und ich habe jetzt noch schnell die Wäsche hier weggeräumt, die wir gefalten haben. Und jetzt werden wir ins Bett gehen. Die Lara schläft schon. Die Luisa putzt noch ihre Zähnchen mit dem Papa. Und ja, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Oh mein Gott, haben wir viele Kuscheltiere da oben. Na gut, meine Lieben, bis morgen. Wir sehen uns. Gute Nacht. Bis bald. Tschüss.